Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stunno Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Ghost Flipper. Und heute spielen wir die, oder den, House Flipper Simulator. Hä? Heute kaufen wir uns ein neues Haus, denn wir haben ja schon alle Aufgaben hier so erledigt. Und heute kaufen wir uns die Lichtergasse. Die kostet 53.000, haben wir natürlich, oder Millionen, ich weiß es nicht. 87 Quadratmeter, 2 Etagen und 7 Räume. Dieser kleine Komplex besteht aus 2 Gebäuden mit einer Gasse. Er gehört einem berühmten Laternenbauer, der die Handarbeitstradition in dieser kybernetischen, neonbeleuchteten Welt bewahren wollte. Wir kaufen, wir wechseln und wir arbeiten. Gutes Motto. Sieht jetzt schon geil aus, ne? Mit den ganzen LED. Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist. Ich denke mal schon. Wobei, es könnte natürlich auch sein, dass es nicht mehr so ist. Wäre natürlich dann schade. Aber egal. Übrigens, heute, also für euch gestern, ist, soweit ich weiß, muss ich denn hier ein... Also heute, beziehungsweise für euch ist es gestern, ist mein Lenkrad angekommen. Das heißt, es verschiebt sich ein bisschen mit dem Euro Truck Simulator 2. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Also eigentlich wäre heute halt wieder die Planung gewesen, Euro Truck Simulator zu drehen. Was ja dann eigentlich normalerweise für euch dann morgen online kommen würde. Aber nee, für euch wäre das eigentlich jetzt das Video... Also es würde jetzt eigentlich nicht House Flipper kommen, sondern, ja, ihr wisst, was ich meine. genau, es würde heute, beziehungsweise für euch würde es nicht House Flipper kommen, sondern, Euro Truck Simulator 2, aber dort verschiebt sich einfach ein bisschen, aber ist schon öfters gewesen, dass sich das ein bisschen verschoben hat, wenn man mal nicht Zeit dazu hatte. Und ich drehe dieses Video hier heute am Montag und das kommt für euch praktisch am Dienstag. Und Dienstags kommt ja normalerweise immer der, wie heißt denn das? Das Spiel. So, habe ich jetzt hier alles weggeräumt? Ich glaube schon, oder? Kann ich hier durch? Nee, ich dachte schon. So, ich verkaufe jetzt hier erstmal alles. Mach hier auch mal alles weg, so. Zack. Wir machen hier so eine richtige Wohndings hin. Zum Wohnen. Mir ist jetzt schon warm. Ups. Egal, ich lasse es einfach so. Mir ist jetzt schon warm, ey. Soll heute auch gewittern. Mal sehen, ob das passiert. Jetzt ein bisschen hier das runter machen, damit ich hier nicht ganz so in Beleuchtung bin. Seht mich zwar nicht, aber mich nervt es gerade. Deswegen. Wieso wurde hier nichts aufgeräumt? Ja, das verstehe ich auch nicht. Deswegen mache ich das gerade. So. Jo, was ist denn hier passiert, ey? Okay, hier ist irgendwie eine Luftanlage. Die lasse ich auch, glaube ich. Aber jetzt frage ich mich gerade, wo die anderen Zimmer sind. Ah, hier ist noch ein Zimmer. Hier ist die Dusche. Okay. Hier oben geht es ja noch weiter, stimmt. Ich würde sagen, wir lassen die Wände auch so. Also ich mache jetzt hier einfach nur Sachen hin, also hier nur so gebaute Sachen, weil das ist ja im Prinzip hier alles gut. So, ich würde sagen, hier kommt auf jeden Fall wieder die Küche hin, die war nämlich vor uns ja hier schon. Warte mal, was ist denn das hier? Kann man es sauber machen? Wenn nicht, dann wir reißen hier die Scheiße ab. So, let's go. Wir suchen nach Küche. Ich schreibe Küche mit einem S, das ist doch perfekt, so Küche. Schauen wir mal, was wir hier so kriegen. Brauchen natürlich wieder was Kleines. Ich würde sagen, wieder hier sowas, oder? Passt das? Es müsste von der Länge passen. Ja. Passt
Passt doch wie angegossen hier. Zack. Da oben kommen jetzt wieder diese Schubladen hin von der Küche. So. Einmal die Schubladen. Das müssten nicht die sein. Ach Mann. Wo sind denn jetzt hier die Schubladen? Die hängen. Hier. Dunkles hängendes Küchenset. Es passt gerade so. Zack. Okay, geil. Das ist so, fällt mir gerade mal auf. Dann hätte ich es ja gar nicht verkaufen können. Brauchen mein. Egal, wir lassen das so. Okay. Wollen wir hier Esszimmer hinmachen? Ich würde sagen, ja. Da kommt Esszimmer hin. Tisch. Achso, wir sollten Esstisch vielleicht hier hinschreiben. So. Warte mal, wir brauchen mal sowas, was auch hier. Oh nö, jetzt habe ich es weggemacht. Esstisch. Wir brauchen hier mal wieder sowas, was zu diesen Dings passt. Und ich würde sagen, das hier. Also machen wir das für so oder für so? Ich würde sagen, an der Wand, oder? So. Brauchen wir natürlich jetzt noch Stühle. Stuhl. Stuhl. So. Was nehmen wir denn da? Ich weiß jetzt schon, dass ich gleich wieder viel cutten muss. Egal. Ich mache mir die Mühe. So, hier hin. Hier hin. Hier hin. Und hier hin. So. Ich würde hier sagen, wir machen hier noch so ein Bücherregal oder irgend sowas hin. Bücherregal. Bücherregal. So. Können wir sogar schon das hier hin platzieren tatsächlich. So, machen wir hier noch so Blumen drauf. Blume. 0,9 cm müsste sogar passen. So. So. Und so. Passt. Gut, wir gehen hier mal hoch. Aber warte mal, hier ist noch schmutzig. Hier, geil. Geile Lichter, die lasse ich auf jeden Fall drin. Das hier könnte ich auch drin lassen. So. Ja, doch. Ist gut. Gut, wir gehen erstmal hier hoch jetzt und gucken mal, was hier so ist. Scheiße. So. Machen wir mal kurz sauber. Ich würde sagen, wir reißen das hier auch ab, aber machen hier natürlich dann wieder so ein Büro hin. So. Boah, was haben die hier gemacht, ey? Irgendwelche interessante Dinge auf jeden Fall. So. Das ist Licht, das bleibt da. So, das machen wir hier mal weg. So, zack. Zack. Mal schön hier alles sauber machen. Ich würde sagen, wir lassen den Boden auch so. Das sind irgendwelche Kabel, die man nicht verkaufen kann. Okay. Was ist hier drin? Noch ein weiterer Raum. Okay. Das ist wahrscheinlich ein Schlafzimmer, so wie es aussieht. Gut, machen wir gleich. Ach, wir haben unten noch das Bad, merke ich gerade. Wir machen erstmal das Badezimmer. So. Reißen hier mal auch wieder alles ab. So. Zack. Einmal hier alles abreißen. So. Zack. Gut, dann bauen wir erstmal hier die Dusche kurz hin. Muss mal gucken, was da für eine Dusche hinpasst. Dusche. Ich würde ja sogar schon sagen, sowas. Was nämlich vorhin auch da war. Zack. Ich glaube, das steht jetzt gleich nicht richtig, aber macht ja mir nichts, ne? Im Endeffekt ist es hier nicht da, wo ich wohne. So, Waschbecken kaufen wir natürlich einmal. Waschbecken.
kommt natürlich wieder das Oldschool-Ding. Was wir sonst immer holen. So. Zack, zack. Dann noch die Toilette. Die Toilette. Toilette. So. Zack, zack, zack. So, und dann ein Spiegel einmal. Spiegel. Nehmen wir hier so ein. So, gut, wir sind hier fertig. Ich bin zu breit, um in die eine Dings da durchzupassen. Okay, so, wir gehen hier hoch. Ich würde sagen, wir lassen das sogar hier so. Geil, das sieht schon geil aus, ne? Oha. Das leuchtet ja dann sogar richtig. Okay, okay, okay. Gut, wir machen jetzt erstmal einen Schreibtisch. Schreibtisch. Gut, ich würde sagen, ich richte jetzt hier einmal die zwei Zimmer noch ein. Also einmal hier das Zimmer und das Zimmer hier. Und eventuell finde ich auch noch irgendwie ein anderes Zimmer. Ich denke aber eher nicht. Ja, ach, hier ist ja auch noch ein Zimmer. Ja gut, ich weiß nicht, wofür das unbedingt sein soll. Ich mache das auch einfach zu. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier eben kurz nochmal diese drei Zimmer. Okay, ich bin wieder zurück und ich habe hier auch einmal alles eingerichtet. So, wir gehen hier erstmal ins Badezimmer. Ich habe hier einfach die neue Dusche wieder reingemacht. Hier mit dem LED, hier die Toilette, Waschbecken mit einem Spiegel. Ganz normal, was man halt so braucht. So, dann einmal hier hoch. Hier habe ich einmal ein Bücherregal hingemacht und hier ist jetzt die Gaming Area und ein Laptop. Genau, und ein paar Dokumente. So, hier kann man ins Schlafzimmer natürlich reingehen. Und hier ist einmal ein Bett. Da kann ich jetzt hier einmal schlafen. Hier ist ein Kleiderschrank. Hier sind so komische Panels, die ein bisschen so wie Nanoleafs aussehen. Und ich habe mir gedacht, komm, ich lasse dieses Ding hier stehen, denn es sieht gar nicht mal so schlicht aus. Habe ich dann auch gemacht. Und das passt ja auch hier auch ein bisschen zum, wie sagt man, noch geil. Und hier habe ich einfach gar nichts gemacht, weil ich mir denke, was soll hier rein? Natürlich eine Waschbecken hätte ich da reinmachen können. Waschbecken, Waschmaschine oder so. Aber ich dann nicht gemacht. Leute, das war's auch schon mit diesem Haus. Wir verkaufen das jetzt erstmal. So, zack. Wir haben es für 53.000 gekauft. Die Höhe deines aktuellen Budgets ist 119. Okay, ja. So, wir haben 6.000 für Möbeln gekauft. Okay, ich weiß gerade gar nicht. Wir machen, glaube ich, jetzt schon Plus, weil die 62... Ah, ne, noch machen wir, glaube ich, nicht Plus. Okay, wir machen... Wir machen 13.000 Plus. Ich würde sagen, wir nehmen das einfach an. Let's go. 13.000 plus machen oder nicht plus machen, packe ich dann dazu. Dann würde ich es ja hier lieber nehmen, ne? So. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.